Uwe Feiler hat nun das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste auf den Tribünen, insbesondere aus Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark und aus Potsdam. Ich freue mich, dass Sie an der heutigen Europadebatte hier teilnehmen. Und alle anderen natürlich auch. Meine Damen und Herren, eine Kommission, die sich auf die wichtigen Dinge konzentriert, eine Kommission, die sich darauf konzentriert, die Dinge besser zu machen, das sind die zwei Leitprinzipien, unter denen die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2017 stellt. Sie benennt dabei Prioritäten ihrer künftigen Arbeit und listet parallel auf, welche Rechtsvorschriften einer Evaluierung und Überprüfung unterzogen werden sollten. Die Kommission bekräftigt im Arbeitsprogramm ihren Standpunkt, dass die Schwerpunktlegung beim europäischen Semester auf drei Feldern liegen muss: Investitionen, gesunde Staatsfinanzen und Strukturreformen. Das kann ich nur unterstreichen. Wir brauchen eine zukunftsorientierte, weitsichtige Politik. Strukturreformen bringen mehr Wettbewerbsfähigkeit. Gesunde Staatsfinanzen sind eine unabdingbare Voraussetzung für Wachstum und Stabilität. Sie sorgt dafür, dass unsere Kinder nicht unsere Schulden bezahlen müssen. Investitionen bringen dabei den Fortschritt und sichern den Wohlstand. Die Kommission will ihren Vorschlag zur Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erörtern. Sie strebt einen überarbeiteten, stärker an die Prioritäten der Union ausgerichteten Haushalt an, mit dem wir rascher auf unvorhergesehene Umstände reagieren können, der einfache Regeln für Finanzhilfeempfänger bereithält und stärker ergebnisorientiert funktioniert. Die Europäische Union muss, und das ist mir wichtig, besser auf Veränderungen mit einer finanziell unterfütterten Politik reagieren können. Wir benötigen eine europäische Politik, die ein Gesamtkonzept darstellt. Der Haushalt muss eng mit den Prioritäten der europäischen Politik verbunden sein. Wir müssen diese Prioritäten benennen und dann auch nachhaltig umsetzen. Deswegen ist der Ansatz der Kommission, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei die Umsetzung sowie die Wirkung der beschlossenen Maßnahmen zu überprüfen, sehr richtig. Dabei muss der Fokus, und das sage ich nicht zum ersten Mal hier im Plenum, auf Politikfelder gerichtet werden, die die gesamteuropäischen Interessen vertreten. Meine Damen und Herren, eine Diskussion über falsche und richtige Prioritäten im EU-Haushalt ist für mich unabdingbar. Notwendig ist dabei, dass man die Ergebnisse auch endlich in die Tat umsetzt. Die Lösung des Problems ist nach wie vor, den Schwerpunkt auf der Ausgaben mit einem europäischen Mehrwert zu legen. Gemeinsame Grenzsicherung, Bekämpfung des globalen Terrorismus, Informationsaustausch, grenzüberschreitende Transportinfrastruktur, Energie und digitale Netze, europäische Forschung und Entwicklung, da muss das Geld hin, davon profitieren dann auch alle Mitgliedstaaten. Auch wenn die rechtzeitige Entwicklung der Wertschätzung für gesunde Ernährung ganz sicher wichtig ist, ist es zweifelhaft, ob die millionenschweren Obst-in-die-Schule-Programme aus den EU-Geldern finanziert werden müssen oder die Mitgliedstaaten hier nicht eigenständig tätig werden sollten. Ein weiteres Problem sind beispielsweise verfehlte Infrastrukturprojekte, vom Fahrradweg ins Niemandsland bis hin zur sinnlos verlaufenden Autobahn. Es werden EU-Gelder zum Teil gesetzeswidrig ausgezahlt und aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes dann nicht wieder zurückgefordert. Stichwort Better Spending, Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sowie die laufende Kontrolle der Effizienz und der Wirksamkeit der EU-Mittel bis hin zum Finanzierungsstopp für ihre Wirkung verfehlende Projekte. Das sind die entscheidenden Grundsätze, die bei der europäischen Ausgabenpolitik beachtet werden müssen. Von den Mitgliedsländern. Nein, danke. Das Subsidiaritätsprinzip muss stärker auf die EU-Ausgaben angewandt werden, um dadurch durch den europäischen Mehrwert der EU-Ausgaben zu erreichen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Lassen Sie mich erst mal fertig werden. Auch die Effizienz und die Wirksamkeit der EU-Mittel sollte am besten laufend überprüft werden. Ein Finanzierungsstopp für die ihre Wirkung verfehlenden Projekte könnte dann die letzte Konsequenz sein. Die Kommission will mit einem umfassenden Vorschlag für die Zeit nach 2020 in Bezug auf die Eigenmittel auch einen Bezug auf die Eigenmittel vorlegen. Sehr positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die Kommission diesen Vorschlag mit den Ergebnissen der Initiative für einen ergebnisorientierten EU-Haushalt verbinden möchte.
Die im Jahr 2015 gestartete EU-Initiative, die dafür sorgen soll, dass die EU-Mittel dann sinnvoll zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden und dass alle Projekte, die die Union fördert, einen klar erkennbaren Nutzen haben und ihr Geld wert sind, ist ein nützliches Instrument. Der Eigenmittelvorschlag soll dem Arbeitsprogramm auch mit der Abwägung der künftigen Herausforderungen und der Bedürfnisse der Union nach 2020 im Lichte der Erfahrungen mit der bisherigen Ausgabenpolitik und ihren Instrumenten verbunden werden. Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Wir sollten die Quellen der Haushaltsfinanzierung reformieren, keine Frage. Hier wird der Bericht der sogenannten Monti-Gruppe eine gute Grundlage zu den anstehenden Verhandlungen bieten. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen. Die Diskussion über Einnahmen muss nicht nur im Lichte der Erfahrungen mit der bisherigen Ausgabenpolitik verbunden, sondern auch zwingend grundsätzlich zusammen mit der Diskussion über die Ausgaben geführt werden. Was wir zum Beispiel brauchen, ist eine haushaltspolitische Gesamtstrategie für den Umgang mit Krisen, damit wir nicht immer neue Ad-hoc-Instrumente brauchen. Ein Ausdruck der Gesamtstrategie wäre ebenfalls, wenn die EU-Mittel so weit wie möglich mit der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen verbunden wären. Die länderspezifischen Empfehlungen sollten meiner Ansicht nach ausschlaggebend für die Auswahl der aus den Kohäsionsmitteln finanzierten Projekte sein. Projekte, die für den konkreten Mitgliedstaat Sinn machen, die ihn voranbringen, die seine Strukturreform umsetzen, diese Projekte verdienen die europäische Unterstützung und stellen dann auch einen sogenannten Marshallplan, wie den von Herrn Gysi geforderten, dar. Es gibt ihn eigentlich schon. Die Kommission will den Binnenmarkt vertiefen und gerechter gestalten. Dazu soll die Binnenmarktstrategie, die Weltraumstrategie für Europa sowie der Aktionsplan für eine Kapitalmarktstrategie umgesetzt werden. Auch auf die Vorschläge für eine faire Unternehmensbesteuerung und für die Bekämpfung des Steuerbetrugs geht die Kommission ein, was ich für essentiell halte. Die Kommission betont, dass ein solider steuerrechtlicher Rahmen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen einfach und effizient sein muss, aber auch gewährleisten soll, dass diese Unternehmen einen fairen, tatsächlichen Steuerbeitrag dort zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften. Erlauben Sie mir zum Schluss ein kurzes Plädoyer. Das Motto des diesjährigen Programms der Europäischen Kommission lautet: Für ein Europa, das schützt, stärkt und verteidigt. Auch wenn das Motto sicherlich im Hinblick auf die neuen Herausforderungen gewählt wurde, die auf die Massenmigration und der Gefährdung durch den internationalen Terrorismus zurückzuführen sind, möchte ich eines anmerken. Sich derart großen Herausforderungen im Alleingang stellen zu wollen, wozu die Populisten europaweit aufrufen, ist irrsinnig. Der Europäischen Union, dem Zusammenschluss von 28, leider wohl bald nur noch 27 Staaten, dem gemeinsamen Dialog, der Zusammenarbeit in politischer und in wirtschaftlicher Hinsicht haben wir es zu verdanken, dass wir das große Glück haben, seit Jahrzehnten in Frieden zu leben und unseren Wohlstand sichern und ausbauen zu können. Diese Aussage mag zwar banal klingen, kann jedoch meiner Ansicht nach aktuell nicht oft genug wiederholt werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Joachim Post für die SPD-Fraktion.